Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich eine Zimmerantenne für euch und zwar vom Hersteller Eplik. Dabei handelt es sich um eine Zimmerantenne mit DVB-T2 Empfang und das in HD-Qualität. Also die ganzen Sender, die frei empfangbaren Sender könnt ihr in HD empfangen. Und ich habe das Ganze mal ausprobiert und funktioniert einfach frei. Deswegen wollte ich euch das Gerät auch hier mal kurz vorstellen. Es kostet, glaube ich, ca. 15 Euro. Gibt es bei Amazon. Ich werde es unten verlinken, wo ihr das kaufen könnt, falls ihr Interesse habt. Und ja, ich zeige euch erst einmal den Packungsinhalt. Ihr bekommt einmal eine Bedienungsanleitung. Diese ist auch auf Deutsch. Kann man hier zum Beispiel sehen, alles in einwandfreiem Deutsch. Dann habt ihr einmal das Gerät selbst hier. Und daran ist auch ein langes Kabel für den Antennenanschluss, den ihr dann hier verwenden könnt. Moment, so, jawohl. Ganz normaler Antennenanschluss. Dann habt ihr einmal ein Netzteil und ein Netzkabel, sage ich mal. Dieses wird dann hier einfach angeschlossen und direkt mit der Antenne verbunden. Das mache ich dann auch gleich und dann schauen wir uns mal das Bild an, was die Antenne empfängt und wie das aussieht. Die Antenne selber finde ich sehr stylisch, schaut richtig cool aus und passt auch wirklich in jeden Schrank, also hoppala, und sieht definitiv sehr stylisch aus, wie ich finde. Hier vorne haben wir einmal das Eplik Logo, wenn man das erkennt. Und hier wie ein gebürstetes Edelstahl, es ist aber aus Kunststoff, aber sieht auf jeden Fall optisch richtig cool aus, wie ich finde. Ja, ihr könnt es einfach schön hinstellen, wie es euch passt, drehen, wie es euch passt. Und die Bedienung ist einfach auch ziemlich einfach. Ihr habt hier dann den Netzteilanschluss und hier meinen Ein- und Ausschalter. Doof finde ich bloß hier, dass es hier nicht beschriftet ist, wo An und Aus ist, aber wenn ihr es einschaltet, leuchtet dann hier das Lämpchen hier drin rot. Dann wisst ihr, das Gerät ist eingeschaltet. Keine Ahnung, wieso das vergessen wurde, aber wie gesagt, an der LED könnt ihr euch orientieren. Wenn die leuchtet, dann ist das Gerät auch eingeschaltet. Sonst Befestigung für die Wand gibt es hier keine. Vielleicht könnt ihr euch selber dazu was basteln, wenn das unbedingt sein muss. Aber ich habe es bei mir ausprobiert und einfach mal unterm Fernseher hingestellt und der Empfang ist einmal frei. Kann sein, dass ab und zu mal natürlich das Bild auch ruckelt oder so. Da müsst ihr mal schauen, dass ihr das Gerät einfach ein bisschen dreht und bis das Bild dann sauber ist. Ja, was haben wir noch? Ein paar Infos vielleicht hier aus dem Datenblatt, aus der Bedienungsanleitung. Wir haben hier einen Frequenzbereich von 470 bis 790 MHz, maximale Verstärkung von 28 Dezibel und Ausgang seht ihr auch hier. Und auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, ein gutes Bild erreicht damit und das werde ich euch jetzt direkt auch mal vorführen. So sieht das Ganze dann aus, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ihr seht hier die rote LED, die euch zeigt, dass das Gerät an ist. Ich kann das jetzt hier auch mal vorführen kurz. Ausschalten, zack, Bild ist weg. Zack, schalten wir es wieder ein. Bild ist wieder da, bis es sich ein bisschen fängt natürlich. So. Und ihr seht auch hier schon das Bild, wir haben hier ein HD-Signal, zum Beispiel hier mit Kika. Und ich schalte jetzt einfach mal um. Ich habe ungefähr 58 Programme gefunden, davon sind aber viele geschlossen und können ohne C-Plus-Modul gar nicht angeschaut werden. Aber die frei empfangbaren funktionieren einwandfrei. Ich gehe mal hier auf die Liste, dann gehen wir mal hoch. Dann könnt ihr hier vielleicht sehen, die frei empfangbaren. Wir haben hier einmal CDF natürlich. Ich schalte einfach mal um und alles ist auf HD und das finde ich schon mal ganz cool. So, wie ihr sehen könnt, haben wir hier CDF. Ich mache auch mal hier ein bisschen Lautstärke, damit ihr hört, dass der Ton auch einwandfrei ist. Dann schalten wir jetzt hier einfach mal um. Und sogar mit Text unten, ihr habt gesehen, was halt gerade so läuft auf dem Programm. Alleine kommt die Mozart nicht weg von der Keimauer.
Zwei Schlepper, vorne und achtern, werden das Frachtschiff aus dem Hafen manövriert. Ihr seht, die oben, die sind alle mit dem Schlüssel gesperrt, also ihr braucht halt dieses C-Plus-Modul, um die überhaupt schauen zu können. Und vielleicht auch einen entsprechenden Vertrag natürlich. Ja, aber ihr seht, die freien fangbaren Programme laufen hier ohne Probleme in HD und das Bild sieht klasse aus und auch der Ton wird auch einwandfrei wiedergegeben. Ich bin auch, wie gesagt, sehr zufrieden damit. Das sieht auch richtig stylisch aus. Stellt es euch einfach so schön hin, wie ihr wollt und dann sieht es auf jeden Fall sehr unauffällig aus und der Empfang ist einwandfrei. Ja, das war's eigentlich auch schon soweit von der Antenne, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte einigen damit weiterhelfen. Vielleicht gefällt sie auch den einen oder anderen. Und ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit dem Teil. Und sag daher bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.